Mein Name ist Hermann Maurer, ich bin der Gründer der Informatik in Graz, eigentlich an der TU. Das ist jetzt schon ungefähr 35 Jahre her und es war ein Vergnügen, das hier aufbauen zu können. Am Anfang war das so ein Prozess der Zellteilung. Mein Institut ist immer wieder größer geworden und dann ist es halt in zwei Teile gebrochen, dann sind wieder Leute dazugekommen und dann ist es wieder gebrochen. Und heute haben wir viele Institute mit insgesamt über 300 Mitarbeitern, wenn man die Projektmitarbeiter mitzählt. Das ist der eine Hut, den ich zur Hälfte noch trage, denn ich bin seit einigen Jahren Emeritus. Also auf gut Deutsch heißt das emeritiert, mit einigen Vorteilen wie noch Büro und kleines Team und so weiter. Der zweite Hut, den ich trage, auf den ich relativ stolz bin, ich bin der erste Vorstand, den Österreich stellt für die Europäische Akademie der Wissenschaften. Und das bedeutet auch, dass ich eben in den letzten Jahren weit über die Grenzen der Informatik mich habe ein bisschen beschäftigen müssen, also von der Archäologie bis zu Life Sciences. Und das sind so die zwei Sachen, in denen ich mich hauptsächlich engagiere. Naja, ich meine, das Problem ist, dass von vielen die Informatik als etwas gesehen wird, das eben nur Positives bringt und von einigen wenigen gesehen wird als etwas, das nur Negatives bringt. Und beides stimmt natürlich nicht. Wie so oft ist da irgendwo in der Mitte der richtige Weg. Aber dieser Mittelweg ist nicht ein Kompromiss zwischen den Guten und den Schlechten, sondern es gibt einfach eine Reihe von Aspekten, die wirklich gut sind. Und es gibt auch eine Reihe von Aspekten, die wirklich schlecht sind. Und das wird meiner Ansicht nach viel zu wenig hervorgekehrt. Es gibt also auf der ganzen Welt kaum 10 Institute, die sich damit beschäftigen, wie man feststellen kann, ob eine Entwicklung in der Informatik gut oder schlecht ist. Vielleicht darf ich doch ausholen. Man sagt immer, es hängt nie von der Technik ab, sondern wie man sie einsetzt. Nicht mit einem Hammer kann man einen Nagel einschlagen oder einen Kopf einschlagen. Und diese Aussage halte ich für einen kompletten Unsinn. Es gibt eine neue Wissenschaft, die eben besagt, die nennt sich Ökologie der Technologie, wo man versucht abzuschätzen, wie gut eine Technologie ist für Einzelmenschen, für eine Kultur, für die gesamte Menschheit. Und da gibt es riesige Unterschiede. Zum Beispiel stellt sich heraus, dass die Nähnadel eine gute Technologie ist. Die hat uns geholfen, dass wir seit tausenden Jahren Kleidung tragen und hat noch wenige Leute umgebracht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist ganz klar, dass die Atombombe keine besonders gute Technologie ist, die hat noch keine Menschen das Leben gerettet, nicht? Sondern nur viele vernichtet. Da gibt es ein großes Spektrum dazwischen. Und die Informatik liegt in diesem Spektrum. Also wenn man die Methoden dieser neuen Forschungsrichtung anwendet auf der Informatik, erlebt man Überraschungen. Es stellt sich heraus, dass alleinstehende Computer gut sind. Also wenn man alleinstehende Computer irgendwann verwendet hat für Personalabrechnung oder Buchhaltung oder sowas, ist das absolut positiv zu sehen. Es stellt sich allerdings heraus, dass vernetzte Computer eher schon in Richtung Gefahr tendieren. Und das ist aber genau das, was wir heute erleben. Und daher müssen wir gerade in diesem Punkt, wo sind die Gefahren der Vernetzung von Computern und der Abhängigkeit von Computern, viel vorsichtiger sein, als wir das gegenwärtig sind. Und das wird auch zu wenig unterrichtet und wird zu wenig oft gesagt. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich da 2, 3 Beispiele bringe, nicht? Wir reden alle im Moment über die Gefahr des Verlusts der Privatsphäre und dass wir dauernd beobachtet werden und so weiter. Und das stimmt natürlich alles und ist nicht erfreulich, ist aber nicht das Kritische. Es gibt viel kritischere Sachen. Kritischer halte ich zum Beispiel nicht nur Cybercriminality, also Kriminalität, die man mit IT macht, sondern eben neue Art von Kriegsführung. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wir importieren alle Chips von Asien. Wenn irgendein verrückter Diktator in Asien beschließt, den Westen auszurotten, geht das ganz einfach. Er entwickelt einen Chip, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel am 23. Februar 2019, seine Arbeit einstellt. Überlegen Sie mal, wenn dieser Chip überall eingebaut ist, zusätzlich zu anderen Chips, was das bedeutet. Das bedeutet, dass zum Beispiel alle Flugzeuge, die sich in der Luft befinden, abstürzen.
Denn der Pilot hat keine Kontrolle mehr über das Flugzeug. Wir hören immer, wenn wir mit einem Flugzeug fliegen, das wird Software gesteuert und notfalls kann der Pilot manuell eingreifen. Das ist kompletter Unsinn, denn der Pilot hat keine Verbindung mehr zum Höhenruder und Seitenruder. Es geht nur mehr über Funk. Und am Seitenruder und am Höhenruder sind kleine Elektromotoren angebracht, die diese Ruder bewegen, die natürlich von Chips gesteuert sind. Wenn der ausfällt, ist das Ruder nicht mehr steuerbar und das Flugzeug fliegt einfach so weiter, wie es geflogen ist und der Pilot kann überhaupt nichts machen. Oder wenn wir in 20 Jahren in autonomen Autos sitzen, diese berühmte Google-Autos oder sowas ähnliches, und der Chip fällt aus, gut, vielleicht dreht er sogar das Programm um. Er versucht nicht mehr Menschen auszuweichen, sondern er fährt in die Menschenmassen hinein. Noch dazu kennt er vielleicht die GPS-Koordinaten. Er macht das dann zum Beispiel nur in den Vereinigten Staaten, sonst nirgends. Oder nur in Österreich und sonst nirgends. Also das ist zum Beispiel eine der Gefahren, die ich für eben nicht besonders wahrscheinlich halte, Gott sei Dank, aber auf die man schon reagieren muss. Und es gibt ganz wenige Gruppen, die sich mit der Problematik überhaupt beschäftigen, ob ich feststellen kann, dass ein Chip vielleicht zu einem Zeitpunkt bewusst aufhört zu funktionieren oder sein Programm ändert. Also das ist die eine Seite. Das zweite ist, wir haben heute wirklich konkrete Nachweise, dass die Informationstechnologie in vielen Fällen unsere kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Wir merken uns nicht mehr so viel wie vorher, weil wir das im Handy einfach im Abspeichern als Notiz. Wir merken uns keine Telefonnummern mehr, wir rechnen nicht mehr. Ich kann nicht mehr rechtschreiben, weil der Spellchecker besser ist, als ich je hätte rechtschreiben können. Die GPS-Systeme führen dazu, dass ich mich weniger gut orientieren kann und. Da gibt es eine lange Liste von Sachen, wo unsere gewisse kognitive Fähigkeiten beeinträchtigt werden. Das Blöde ist, dass es Leute gibt, die das leugnen. Es ist einfach die Wahrheit. Das Schöne daran ist, dass diese Wahrheit nicht schlimm ist, sondern es ist ein allgemeines Phänomen der Technologie. Jede Technologie hat auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass gewisse Fähigkeiten verringert wurden. Zum Beispiel, mein Großvater hat einen viel größeren Rucksack, viel schneller und viel weiter tragen können, als ich das je könnte. Aber ich schlage ihn. Denn ich lade 10-mal so viel in den Kofferraum meines Autos und dann fahre ich mit dem Auto 10-mal so weit und 10-mal so schnell, wie er gelaufen ist. Mit anderen Worten, wenn wir gewisse kognitive Fähigkeiten verlieren und insgesamt das überkompensiert wird durch Technologie, dann macht das überhaupt nichts. Und das ist eben der Fall, nicht? Es wird eben das rechte, schlechte Schreiben überkompensiert durch den Spellchecker und das Vergessen des Rechnens durch einen Taschenrechner oder was immer, nicht? Wir müssen nur auf zwei Sachen achten. Das eine ist, wir dürfen nicht völlig abhängig von der Technologie werden. Wenn heute das gesamte Stromnetz und Internetnetz aus irgendeinem Grund zusammenbricht, längere Zeit, dann müssen wir da gerüstet sein. Wir sind nicht gerüstet. Ich habe in einem Seminar einmal durchgerechnet, was passiert, wenn in Europa in Mitte des Winters der Strom ausfällt in ganz Mitteleuropa für 4 Wochen. In diesem Fall stirbt die Hälfte der Bevölkerung Mitteleuropas, nicht? Die erfriert, die verhungert, die schlägt sich die Köpfe ein und so weiter. Und was machen wir dagegen? Im Moment fast nichts. Das heißt, wir müssen in die Systeme hinreichend viel Redundanz einbauen, damit eben nicht, wenn eine Komponente kaputt geht, auf einmal alles still liegt, sondern dass wir eben doch noch vernünftig weiter agieren können. Das ist natürlich ein Vortrag für sich, darum kann ich da nicht zu weit ausholen. Aber das Dumme ist, wir wissen in Wirklichkeit, wie man das macht und wir machen es nicht, weil es etwas kostet. Redundanz kostet immer etwas. Und aus diesem Grund ist es so, dass wir zum Beispiel Gefahr laufen, dass die Kommunikationsnetze alle nur noch über IP-Protokolle laufen und über keine Leitungen mehr und über keine Funkkanäle und nichts, sondern alles über IP. Das heißt, wenn da einmal ein Virus das stilllegt, kann es sein, dass alle das Internet vielleicht beliebig lang tot ist. Und das kann, je abhängiger werden wir werden von diesen Netzen, natürlich sehr gefährlich werden. Also das heißt, der Verlust von gewissen kognitiven Fähigkeiten per se ist nicht schlecht, wenn er überkompensiert wird, wenn wir außerdem nicht total abhängig werden von der Technologie und zweitens, wenn wir unsere kreativen Fähigkeiten nicht einbüßen dadurch. Und das ist etwas, wo wir uns heute zu wenig auskennen. Wie viel darf ich von meinem Wissen, von meinem Denken, von meinen logischen Überlegungen einen Computer überlassen, in die Cloud verlagern, in mein Handy verlagern, ohne dass ich dabei verdumme, nicht? Das sind Sachen, mit denen wir uns ernsthaft beschäftigen müssen. Wir heißt eine Kombination von Informatikern und Gehirnforschern
Und es ist schön zu sehen, dass zum Beispiel in diesem Punkt wenigstens die EU einmal das Richtige tut, weil es immerhin ein Flaggschiff-Projekt mit 1 Milliarde Euro gibt, das sich genau mit dem Funktionieren des Gehirns und damit, worauf müssen wir Acht geben, dass unser Gehirn funktionsfähig bleibt, wenn wir alle möglichen Daten in die Cloud verlagern, beschäftigt. Ich würde der Menschheit gerne auf den Weg geben, dass sie die digitale Entwicklung nicht überschätzt. Es gibt andere Entwicklungen, die vielleicht noch viel, viel wichtiger sind. Zum Beispiel, wie erzeugen wir Energie? Es ist so, Sie müssten bedenken, im Moment erzeugen wir kaum Energie, sondern wir ernten nur Energie. Wir verhalten uns fast noch wie Jäger und Sammler. Wir tun ein bisschen Licht einfangen und das in Elektrizität umwandeln oder in Wärme oder wir fangen ein bisschen Wind ein oder Wasser für Wasserkraft. Wir erzeugen eigentlich keine Energie. Und wir müssen aus diesem Stadium hinaus und müssen wirklich große Mengen von Energie erzeugen. Also wenn Sie heute lesen, wir sollten Energie sparen, indem wir richtig bauen, indem wir Sparlampen verwenden und so weiter. Ich halte das für den falschen Weg. Man muss das tun, was der Michio Kaku, der Physiker, sagt in seinen berühmten Büchern über die Zukunft der Physik. Wir müssen 50 Mal so viel Energie erzeugen, wie wir das heute tun. Warum? Wir brauchen die Energie. Zum Beispiel zum Entsalzen der Ozeane. Das Entsalzen von Meerwasser ist im Moment relativ kostspielig im Sinne von Energie. Da gibt es also die Methode, dass man es verdampft, ohnehin klar destilliert. Die Methode, die heute verwendet wird, sind so dicke Filter. Und da wird mit viel Druck Salzwasser durchgepresst und die Salzmoleküle sind größer als die Wassermoleküle. Das heißt, die bleiben da drinnen hängen und unten kommt frisches Wasser raus. Erfordert furchtbar viel Energie durch den hohen Druck und dann muss man die Filter immer wegschmeißen. Und da gibt es Methoden am Horizont, sogenannte Graphenfilter, die es erlauben, mit fast keiner Energie Ozeanwasser zu entsalzen. Wenn das geht, ist in diesem Punkt die Energie nicht so wichtig. Wenn das nicht geht, brauchen wir die Energie, damit wir die Sahara bewässern können. Damit wir bewässern können Australien, die Mongolei, die kein Wasser hat, Nordperu, wo es kein Wasser gibt. Wir werden diese Anbauflächen brauchen, weil wir immer mehr Menschen werden und weil wir mehr Weideflächen brauchen oder auch nur Gemüsebeete oder sonst etwas. Aber noch viel mehr. Ich sitze einmal, und das ist jetzt so ein bisschen Akademiegeschichte, ich nehme einen Nobelpreisträger für Chemie, und fragt den, ich sage es jetzt auf Deutsch natürlich, ich verstehe nicht, warum man immer so gegen CO2 spricht. Das CO2 ist doch aber schön, ist Kohlenstoff und Sauerstoff. Wieso könnt ihr Chemiker nicht das zerlegen? Und aus dem Kohlenstoff, bitte macht es dann gleich einen Diamantring für meine Freundin oder für meine Frau und den Sauerstoff kann man ohnehin gut atmen. Sagt der Chemiker drauf, überhaupt kein Problem, wir können das ohne weiteres machen. Ich war ganz weg. Sage ich, ja, wieso wird es da nicht gemacht? Ja, weil es zu viel kostet, weil man zu viel Energie dafür braucht. Also wenn wir genug Energie hätten, und das ist eines der Probleme, wir müssen genug Energie erzeugen, dann können wir den Kohlenstoff erstens einmal CO2 zerlegen. Wir können noch mehr. Aus der Mittelschule ist vielleicht noch bekannt, 6 Moleküle CO2 plus 6 Moleküle Wasser plus ein bisschen Energie plus ein entsprechender chemischer Prozess erzeugt 1 Molekül Traubenzucker plus 6 Moleküle O2. Wir können dieses gefährliche Gas CO2, von dem da mal gejammert wird, ist der Grundnahrungsstoff der Menschheit der Zukunft. Wir können Traubenzucker daraus herstellen. Wir können aus CO2 durch Anlagerung von Wasser und anderen einfachen Elementen benzinähnliche Substanzen erzeugen. Das heißt also, diese ganze Rederei über die Gefahr des CO2s und so weiter, die ist die schaut nur 3 Jahre in die Zukunft. In Wirklichkeit werden wir uns in 30 Jahren freuen, wenn wir genug CO2 haben, weil das ein wichtiges Grundmaterial sein wird für die verschiedensten Sachen unter einer Voraussetzung. Wir brauchen Energie dafür. Nicht nur dafür, es gibt noch viele andere Beispiele. Das ist die Frage, wo kriegen wir die her? Ich habe angedeutet, wir ernten sie im Moment nur. Jetzt gibt es nur 2 Möglichkeiten, mehr Energie zu kriegen. Das eine ist, wir ernten viel besser, als wir das heute tun. Ja, wenn wir die ganze Welt mit Solarzellen überziehen, wäre das vielleicht eine Variante, die im Moment nur absoluter Unsinn, Unfug ist, weil die Solarzellen die Welt so verpesten. Es gibt ja so viele Leute, die in Österreich so stolz sind, dass sie sich Solarzellen aufs Haus montieren und die nicht denken, dass diese Solarzellen in China gebaut worden sind, einer Fabrik, wo die Energie mit Braunkohle erzeugt wird. Das heißt also, bis der Dreck
der in China erzeugt worden ist, der doch um die ganze Welt herumgeht, aufgehoben wird dadurch, dass hier drecklos Strom erzeugt wird durch die Solarzelle, vergeht sehr viel Zeit. Solarzellen sind wahrscheinlich nicht die Zukunft. Vielleicht sind es Photovoltaik, sondern Thermovoltaikzellen. Thermovoltaik bedeutet, dass man Temperaturunterschiede direkt in Strom umwandelt. Das geht nach einem einfachen Prinzip, das aus dem Jahr 1820 stammt und das bis heute kaum berücksichtigt worden ist. Und jetzt nur Ihnen, um ein Beispiel zu geben, was das bedeuten würde. Die Erde hat einen Radius von ungefähr 6700 Kilometer, nicht? Wenn ich jetzt nur die oberste Kruste der Erde nehme, nur 3 Kilometer, also 3 Kilometer von den 6700, also ganz eine dünne Schicht, in dieser Erdkruste sitzt genug Wärmeenergie, wenn ich die umwandle in Strom, dass ich für 100.000 Jahre genug Strom für die ganze Weltbevölkerung habe. Das heißt mit anderen Worten, das wären Ernten im großen Stil. Und ein problemloses, weil eben vom Erdinneren immer wieder neue Wärme nachströmt. Das ist, kühlt dadurch die Erdoberfläche nicht ab oder sowas. Das wäre eine Methode, über die heute geredet wird. Es gibt die ersten Thermoelemente, die Strom erzeugen, lustigerweise eingebaut in Autos. Die verwenden die Auspuffwärme, um Strom für die Klimaanlage herzustellen. Das geht sich wunderschön aus. Aber im großen Maßstab spielt die Geothermie noch eine relativ kleine Rolle, obwohl sie viel vernünftiger ist wie die Photovoltaik, weil da sind wir abhängig davon, ob es Tag oder Nacht ist, ob Wolken am Himmel sind oder nicht. Erdwärme ist immer da. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, für die ich schon viele Schläge bekommen habe, weil ich sie immer vertrete, ist Kernenergie. Also wenn ich in einem Hotel übernachte und ich will wissen, ob das Wetter schön wird am nächsten Tag, dann frage ich ihn in der Rezeption, wie ist denn das, werde ich heute wieder den Fusionsreaktor sehen? Da schauen mich die immer ganz dumm an und sage ich, meine, werde ich heute wieder die Sonne sehen, nicht? Denn die Sonne ist ein großer Fusionsreaktor, der da oben herumfliegt. Das heißt, wir müssen natürlich solche Fusionsreaktoren genauso bauen, wie wir halt vernünftig brennende Kachelöfen oder so etwas gebaut haben. Und das wäre schon lang, die wären schon lang fertig, wenn nicht seit 50 Jahren so ein bisschen ein Fluch über der Atomenergie liegt, oder Fluch ist das der falsche Ausdruck, eine öffentliche Meinung, die sagt, das ist ein Unsinn. Aber die einzige Methode, große Methode, Energie herzustellen in der Zukunft, wird natürlich Fusion sein. Nicht die gegenwärtige Kernspaltung, das ist noch ein Kinkerlitzchen, sondern die Fusion, die sehr viel ungefährlicher ist und wo es Methoden gibt, von denen der Normalmensch gar nicht gehört hat. Wenn Sie gehört haben von Fusionsreaktoren, dann haben Sie vermutlich, ich hoffe, ich beleidige Sie jetzt nicht, das Interviewer, von Wasserstofffusion gehört. Wasserstofffusion ist die falsche Lösung. Wir brauchen so etwas wie Helium-3-Fusion, weil bei Helium-3-Fusion keine Neutronen abfallen. Wasserstofffusion hat den Nachteil, dass eben eine gewisse Radioaktivität erzeugt wird, zwar eine relativ harmlose, aber doch, es gibt eine Fusion, die nicht damit das tut. Also meine Empfehlung ist, dass man das viel, viel ernster nimmt und nicht nur so kleinkariert immer auf die Informatik schaut. Also ich sehe halt jetzt zum Beispiel Sachen, die ich vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten habe, weil ich eben nur Informatiker war und heute bin ich halt da ein bisschen weiter aufgestellt. Schauen Sie, man redet in Österreich oft gegen Gentechnik. Wissen Sie, dass alle Leute, die sich heute mit dieser Technologie beschäftigen, das für die Technologie der 90er Jahre halten, 20 Jahre veraltet? Heute redet man über synthetische Biologie. Man redet davon, dass wir ganz neue Pflanzen züchten, ganz neue Tiere züchten, die es nie gegeben hat, indem wir uns Eigenschaften, die wir wollen, kombinieren, wie wir wollen. Und da reden auch die Leute gegen Gentechnik, obwohl sie gar nicht mitgekriegt haben, dass sie gegen das Mittelalter reden und nicht gegen das, was sich heute abspielt. Und so geht es weiter. Das heißt, hier halte ich es für notwendig, auch an den Universitäten, dass man auch in den Fächern wie Informatik, und da ist natürlich diese gesellschaftlichen Aspekte schon ein Platz, wo man das tun kann, wo man damit darauf hinweist, dass die Welt größer ist als nur die Informatik alleine. Die Informatik spielt in viele dieser Gebiete hinein. Daher ist es vertretbar, darüber zu reden, weil sie, wie soll ich sagen, ein Arbeitsmittel ist, das man braucht, um in den anderen Bereichen weiterzukommen. Aber in Wirklichkeit sind es dann andere Gebiete, die für die Menschheit vielleicht noch wichtiger sein werden. Naja, einen Teil haben wir natürlich vorher schon angesprochen. Ich glaube, dass wir
uns ein bisschen von der Unterbrechungsgesellschaft lösen müssen. Also ich bezeichne manchmal die gegenwärtige Gesellschaft als eine Unterbrechungsgesellschaft, weil wir lauter Technologien haben, die uns dauernd unterbrechen. Ob das jetzt das Handy ist oder ein SMS oder sonst was. Also mir ist nur aufgefallen, wenn ich mit Kindern oder Enkelkindern einmal ausnahmsweise wieder ein Mittagessen am Sonntag gemeinsam einnehme, dann war das früher so, da waren Erwachsene, da waren Kinder und die Kinder haben zuhören müssen, ob sie wollen oder nicht, was die Eltern und die Erwachsenen für einen Unsinn geredet haben oder nicht Unsinn. Heute, wenn wir zusammensitzen, merke ich, dass meine Enkeltochter unter der Tischoberfläche simst. Nicht nur das, sondern sie bekommt eine Mitteilung, den Clip musst du dir anschauen, den YouTube-Clip. Und das Lustige ist, sie muss sich den anschauen, ich verstehe das sogar. Wenn sie sich den nicht anschaut, kann sie am Nachmittag nicht mit ihren Freundinnen spielen und reden, weil die den Clip gesehen haben und eben diskutiert wird, was in dem Clip vorkommt. Nicht? Aber das bedeutet eben, dass die Kommunikation zum Beispiel zwischen den Generationen gefährdet wird. Es wird auch gefährdet, die Konzentrationsfähigkeit von Menschen durch diese dauernde Unterbrechungstechnologie. Also das ist etwas, wo ich plädieren würde, dass wir Acht geben. Das mache ich ein bisschen Reklame, es erscheint gerade ein neues Buch von mir, das heißt Ende des Traumes. Und in diesem Buch schildere ich natürlich, was man vielleicht machen sollte, um die hochentwickelten Techniken, auch solche, über die ich jetzt gar nicht geredet habe, vernünftig, ich würde durchaus sagen, grün einzusetzen, aber eben vernünftig einzusetzen. Und dazu gehört auch ein gewisses Zurückdrängen von solchen Unterbrechungstechnologien. Es könnte zum Beispiel so sein, dass man sagt, wie wäre es, wenn am Wochenende das Internet, unter der Woche ist es frei und gratis, am Wochenende kostet das Internet und jedes SMS ziemlich viel Geld. Das heißt, ich kann am Wochenende noch immer einen Arzt anrufen, wenn es notwendig ist oder wenn ich in den Bergen hängen bleibe oder was, aber ich kann nicht mehr lang tratschen oder ich kann mir nicht lang einen YouTube-Clip anschauen, das wird dann zu teuer. Sodass sozusagen ein bisschen Durchatmen entsteht, wo man sich von diesen Techniken, die man dauernd verwenden wird und auch verwenden soll, die haben viele Vorteile, aber doch vorübergehend löst. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich glaube, dass diese Grundidee, dass man sagt, am siebten Tage sollst du ruhen, wenn man sie uminterpretiert, am siebten Tage sollst du nicht Internet machen und nicht Sims und deine Hände ausschalten, gar nicht so dumm ist.